Hallo Krebs, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena Krebs. Heute möchte ich gerne mit dir diese Monatslegung Dezember 2022 für dich, für deine Energien, dein Sternzeichen oder die Person, die du vielleicht vom Sternzeichen Krebs kennst, mit dir teilen. Okay? Krebs, ich möchte dich bitten, mal eine Sekunde, wenn du kannst, einfach nur alle Gedanken aus deinem Kopf zu lassen, meiner Stimme zu lauschen, meinen Energien zu erlauben, in das tiefste Innere deines Seins einzudringen. Okay? Denk dran, alle meine Legungen können mit dir resonieren, müssen aber auch nicht. Es steht und fällt mit deiner Resonanz, mit deiner Annahme, mit deiner Bereitschaft. Ja? Auch die ältere Generation, die Verwitweten, fühlt euch immer herzlich willkommen. Sternzeichen Krebs. Dezember 2022. Was ist am Start? Ja, die Gerechtigkeit, ja, die Entscheidungen. Also im Monat Dezember ist ein sehr spiritueller Monat am Start. Ja, ich sag's euch immer wieder, die geistige Welt wird sich sowieso im Dezember für viele Menschen visibel machen. Im Monat Dezember geht es darum, deine Mitte zu finden, dich mit dir selber zu verbinden. Ja, dich ins Gleichgewicht zu bringen. Was möchtest du loswerden? Wie möchtest du dein Leben gestalten? Mit welchen Menschen möchtest du vielleicht eine gewisse Zeit verbringen? Gerade die ältere Generation ab 50, 60 aufwärts, die Alleinerziehenden, die Singles, die Verwitweten, die noch nicht ihren Platz gefunden haben, bleibt in der Ruhe. Im Dezember hast du die Möglichkeit, neue Regeln aufzusetzen, neue Geschenke des Lebens zu bekommen, Gerichtsurteile, Papiere, Dokumenten. Alles, was deine Unterschrift bedarf, alles, was vielleicht auch eine Reha bedarf, eine, weiß ich nicht, eine Krankenpflegegeschichte, was auch immer, alles, was gerecht ist, alles, was du aus tiefster und aufrichtiger Ehrlichkeit machst, alles, was du aus dem Herzen her machst, wird sich dir offenbaren im Monat Dezember. Wir gehen auch später auf die Liebe ein, auf die Berufe ein, okay? Auf alles gehen wir langsam ein. Wow, Wahnsinn. Krebs, es wird ein toller Monat. Ein Monat, der nicht ganz ohne Hindernisse passieren wird. Okay, das ist aber normal, das darf auch sein. Denk dran, in meinen Legungen erfährst du immer die tollen Seiten, ja, die wichtig sind, damit du dich auch ein bisschen freust, damit du wieder deine Energien kommst, so wie das Tarot es zulässt. Aber auch die Holpersteine, weil genau die sind der Prozess, den man angehen darf, um in diesem terrenalen Sein dich nicht nur vor Fallstricken zu bewahren, sondern auch die Erkenntnis zu bekommen, wie wichtig es ist, die negativen Sachen anzunehmen, weil alles, was sich verschließt, alles, was sich nicht gibt, alles, was verzögert kommt, alles, was nicht so kommt, wie du es möchtest, ist, weil die geistige Welt sagt, Schatz, hier ist etwas noch unklar. Es ist noch nicht ganz im Flow. Wir warten lieber noch ein bisschen, einfach um dich zu beschützen. Okay? Krebs, wir starten. Wir haben einen Krebs, ja, der voller Liebe ist. Ein Krebs, der sich teilen möchte. Ein Krebs, der sehr mit der Familie verbunden sein wird im Monat Dezember auf verschiedensten Ebenen. Ja, ein Krebs, der sich auch auf das Ankommen freut. Ein Krebs, der sich auf eine neue Partnerschaft freut. Ein Krebs, der in allen Ebenen anfängt, sich zu freuen. Okay, und sich wirklich dem Leben zu öffnen. Schau mal, vor allen Dingen Stier, Jungfrau, Steinbock. Wenn du die Energie in deiner Geburtskarte hast oder in deiner Familie, hier schenkt dir jemand die Liebe. Hier möchte jemand, auch Erzengel Gabriel, möchte dich im Monat Dezember begleiten auf all deinen Wegen. Bleibe immer im Vertrauen. Weine, lache, tanze, schreie, mach, was du möchtest. Okay, meditiere, mache Yoga oder ess dir mal ein ganzes Paket Schokolade, wenn du darauf Lust hast. Was auch immer du möchtest, kehre erst in dich und dann genieße es, okay? Achte nicht zu sehr auf die Kalorien, achte nicht zu sehr auf ja, was darf ich heute zu mir nehmen, was nicht? Ja, habe ich jetzt Zellulitis? Habe ich jetzt nicht Zellulitis? Habe ich 20 Kilo zu viel? Es ist egal. Die Seele möchte, dass du dir einen Ausgleich gibst auf diesen Ebenen, wie du es zulassen kannst. Schau mal, ein kleiner Tipp am Rande. Am 1. Dezember haben wir Segnung, wir haben finanzielle Geschichten, die geklärt werden, wir haben Liebesenergien, wir haben einen Krebs, der voll im Flow sein wird. Ja, bis zum 3. hin. Ist der Krebs in der Umbruchphase ein Krebs, der sich der Welt öffnet, aber auch ein Krebs, der ein bisschen vorsichtig ist, wie viel Finanzen er vielleicht ausgeben darf, ja, welche Menschen auf ihn zukommen, auch was kriegst du gerade zu hören, wie gehst du auch mit deinen Kindern um, mit deinem Job, mit deiner Außenwelt, was ist in der Familie los, eine Feierlichkeit, eine Versöhnung, ein
mehr zueinander finden innerhalb der Familie wird sehr wichtig sein. Ja, aber auch das Loslassen von ganz vielen Strukturen wirst du auch im Monat Dezember nicht drumherum kommen. Der dritte zeigt dir nochmal auf, ja, wir gehen ein bisschen aufs Ganze, wir kommen nochmal ein bisschen aus uns heraus. Ja, wir gehen auch mal vielleicht einen Abend was trinken mit Freunden oder ich mache mir einfach eine Pulle Bier auf zu Hause als Mann, was immer du willst. Am 7. kommt der Krebs, alle Energien, Feuer, Erde, Wasser, Luft, alles ist hier vertreten. Aber am 7. Dezember steht der Krebs auf, unterschreibt einen neuen Arbeitsvertrag, unterschreibt vielleicht eine neue Wohnung, unterschreibt vielleicht einen Kredit, Unterschriften, Papiere, Dokumente, alles was so mit gerichtlichen Sachen zu tun hat, mit Erledigungen, werden am 7. total gut sein. Also am 7. empfehle ich dir auch wirklich, ein Lottospiel zu machen, eine kleine Geldinvestition oder vielleicht mal etwas zu sparen, damit sich das Geld vermehren kann, Aktien, irgendwie was sowas. Denk dran, es kann nicht auf jeden zutreffen. Also investiere nicht so viel, falls es nachher nicht dein Fall ist, okay? Es werden Dinge zurückgelassen. Du wirst eine konfliktive Situation klären mit einer Energie. Widder, Schütze, Löwe, Krebs, Fische, Skorpion. Ja, da wirst du etwas klären. Und das wird auch sehr, sehr wichtig sein. Vielleicht kann es auch in der Erziehung deiner Kinder sein, wie auch immer. Aber es ist wichtig, dass du hier wirklich redest, dich zum Ausdruck bringst aus der Ruhe heraus, ja. Du wirst finanzielle Unterstützung, moralische Unterstützung, familiäre Unterstützung, Unterstützung bekommen, auch von Ärzten, auch von Therapeuten, auch von Arbeitskollegen, von Chefs, ja, von vielen Menschen. Stierjungfrau Steinbock wird dir auch im Monat Dezember eine sehr große Hilfestellung sein. Genieß es. Lasse los von allem, dem was loszulassen ist. Am 8. kann es sein, dass eine Nachricht dich aus der Bahn wirft, dass einen kleinen Streit geben kann mit jemandem, ja, dass du vielleicht ein bisschen abgeschlagen bist, dass du vielleicht ein bisschen überfordert sein könntest, dass etwas, was nicht ganz im Flow ist, dich aus der Bahn wirft. Gönne dir am 8. die Ruhe, die du brauchst. Und wenn du dich allein in deinem Zimmer verbarrikadierst, ja, in deiner Wohnung, Musik anmachst oder auch nicht und mit keinem was zu tun haben möchtest, ist das wichtig. Am 10., ja, lebt die Familie wieder auf. Am 10. gibt es eine Zusammenführung. Am 10. gibt es Geschenke. Am 10. gibt es Schwangerschaften, ja, die auf einmal geboren werden. Also man gebärt am 10. Dezember. Oder manche werden am 10. Dezember auch schwanger. Okay, aber die Familie, auf einmal spürst du, dass du mehr doch auf einmal Kinder haben möchtest. Du möchtest mehr das Familienleben haben. Also die Familie wird am 10. sehr, 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 sehr wichtig sein. Okay, ab dem 11.12. geht es darum, im Gleichgewicht zu bleiben, dich nicht aus der Fassung bringen zu lassen. Ja, guck mal, die Königin und der König der Kelche, die Liebe, die Gefühle, ja, die Sicherheit wird groß geschrieben. Es werden sich Wege öffnen, wo du wirklich ankommen kannst. Schau mal, du kriegst nicht nur Hilfe oder kommt nicht nur ein Partner in deinem Leben, sondern das Emotionale, die Erfüllung wird da sein. Alles wird sich im Monat Dezember zu deinem höchsten Wohle drehen. Warum? Weil du hast Unterstützung und du setzt dich viel ein. Egal, wie du es drehen möchtest. Schau mal, ja, wir haben hier wirklich für Krebs den Moment im Monat Dezember, wo sich alles ändern kann. Hast du noch keinen Job? Schreibe Bewerbungen. Okay? Bewerbungen, die dich glücklich machen, nicht die dir die Kohle bringen. Bewerbungen, wo du langfristig auch erfolgreich sein kannst. Bewerbungen, wo du einfach hinkommst mit der Arbeit, ja? Also mit Berufs-, das heißt mit Auto und Bahn und wie auch immer. Okay? Also wirklich, du hast im Monat Dezember alle Wege offen. Du kannst entscheiden, was immer du möchtest. Bringe dich zum Ausdruck. Lasse die Anerkennung in dein Leben kommen. Jede Türe, die sich schließt, jedes Hindernis, jede Verzögerung, jede Sache, die nicht so im Einklang ist, okay? Jeder Schmerz, alles was ist, darf gezeigt werden, damit du erkennst, hier machen wir etwas anderes. Du wirst voller Euphorie sein, du wirst auf einmal sehr kreativ sein, du wirst auf einmal erkennen, dass dieses ganze Leid, dieser ganze Herzschmerz, diese ganze Trauer, dieser ganze Druck unnötig ist. Lasse los und lasse fließen. Singles, Alleinerziehende, ältere Generation, Witwer, ja, die noch keinen Menschen in ihrem Leben haben. Wenn du bereit bist, nicht nur für die Familie zu leben, wenn du bereit bist, dich als Mann oder als Frau auch wirklich jemand Neues zu öffnen, wenn du bereit bist, auch eine Untreue, eine Erkrankung, was auch immer in deinem Leben war, zurückzulassen und dich wirklich der Liebe zu öffnen, ja, denk dran, öffne dich der Liebe, die Geschenke sind da der geistigen Welt. Kannst du
eine gesunde Partnerschaft haben, eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Du kannst jemanden kennenlernen, der eventuell noch in einer Partnerschaft ist, okay? Aber hier werden sich die Weichen stellen, sofern du bereit bist, okay? Die Augen nicht vor dem Glück zu verschließen, sondern die Augen wirklich zu öffnen von den Geschenken, die die geistige Welt dir geben möchte. Und im Monat Dezember hast du die Möglichkeit, wirklich jemand anderen in deinem Leben zu lassen. Einige kennt ihr diesen Menschen schon. Eine Energie wird graumeliert sein, rotblonde Haare haben, hellere Hauttyp, ja. Vielleicht war der Mensch, der heute graumeliert ist oder schon graue Haare hat, früher mal so dunkelblond, rotblond, blond, ja, helle Hauttyp. Der andere ist mehr so Ausländertyp wohl möglich, könnte auch schon ein paar graue Haare haben, aber ist mehr so dunkelbraun bis dunkle Haare, ja. Also hier gibt es wirklich für die Liebe eine große Chance. Aber die Liebe ist nicht das große Thema. Die Familie wird das Thema sein. Ja, das Ankommen, die Arbeit, die Sicherheit, das Loslassen, die innere Reinigung wird die Priorität sein. Ja, gerade wenn man Kinder hat, gerade wenn man Familie hat. Gebt auch euren Haustieren ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Es gibt Partnerschaften, ja, wo eine Schwangerschaft kommen kann. Partnerschaften, die sich von dem ganzen Streit der Familie raushalten. Partnerschaften, die auf einmal sagen, weißt du was, wir nehmen uns einfach mehr Zeit für uns. Wir wollen alleine sein, wir möchten leben. Ja, wo das Vertrauen wiederkommt, wo man sich gegenseitig die Wertschätzung schenkt, wo man seine eigene Familie auch anfängt zu gründen. Ja, also die Partnerschaften werden trotz aller äußeren Unzufriedenheiten, durch vielleicht ein paar Probleme mit der Arbeit, ja, immer wieder in ihrem Flow kommen. Macht euch keine Gedanken. Fernbeziehungen auch. Also die Liebe ist wirklich gut da. Und bist du in einer Dreieckskiste, darfst du entscheiden, ob du im Monat Dezember weiter noch dieses Spiel spielst, okay, oder ob du Butter bei den Fischen machst und dich für einen von den Menschen entscheidest. Aufpassen, es kann aber auch hier rauskommen, dass dein Partner, deine Partnerin eventuell eine Affäre hat, was ich nicht so gerade sehe, sondern eher vielleicht, dass irgendwas in dir, ja, so auf einmal ein bisschen geklärt werden darf. Mach dir gar keine Gedanken. Achte auf deine Gesundheit, achte auf dein Wohlbefinden, ja. Kümmere dich um die Arbeitssituation, lass die Familie im Flow, es ist absolut super. Nachrichten kommen auf dich zu. Jemand, mit dem du keinen Kontakt hast, könnte dich spionieren. Durch Insta, durch Face, durch was weiß ich nicht, ja. Wichtig ist, du findest dein Gleichgewicht, du regelst diverse Dinge, okay, und hier ist es wichtig, bleibe absolut in deinem Flow, weil die Klarheit, die Heilung, ja, die schwanger werden, es können ganz viele Mädchen geboren werden im Jahre Dezember 2022 und wirst du im Dezember schwanger oder machst eine künstliche Befruchtung, ja, es kann durchaus sein zu 99,9%, dass viele Mädchen auch im Jahre 2023 geboren werden. Ich gebe dir jetzt noch ein paar Zahlen. Mache aus diesen Zahlen, was auch immer mit dir resoniert. Okay, die 12, die 8, die 1, die 7, die 11, die 11, die 22, die 4, die 3, die 1, die 5, die 6, die 10 und die 20. Ja, die 7 und die 8 können die 15 sein, 7 und 8 können auch 87, 78 sein. Passe die Zahlen an. Wichtig ist einfach, es endet eine verdammt schwere Phase für dich. Heilung kommt definitiv rein, okay? Alles, was für dich ungerecht war, wird gerecht werden. Setz dich auf die Hinterbeine, kümmere dich um deine Gesundheit, um deine Familie, ja, um das, was für dich wichtig ist und lasse dich nicht mehr von Erschöpfungen, von Krankheiten oder von negativen Menschen runterziehen. Auf gar keinen Fall. H-O-L-V-I-J-B A-P-X-E-W-M-W-M. Ja, Buchstaben können sein Name, Vorname, Nachnamen, Kosenamen, wie auch immer. Krebs, ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit im Monat Dezember. Denk dran, die Liebe klopft an deine Türe, die Heilung klopft an deine Türe. Der Herzschmerz wird vergehen, ja. Die Arbeit wird fließen. Alles kommt zum richtigen Zeitpunkt, wenn du bereit bist, ja, wirklich alles anzunehmen. Denk dran, die geistige Welt liebt dich. Also liebe dich auch selber. Danke für deine Likes, für deine Abos. Jedes Kommentar wird von mir vom Herzen immer sofort beantwortet, sobald ich es lese. Private Legung, zielorientierte Behandlung, Beratung, Therapie. Schreib mich an, okay, ich gebe dir zeitnah noch Informationen. Glöckchen drücken für weitere Benachrichtigungen. Und denk dran, wir machen sonntags immer unseren Live-Chat, wo du eingeladen bist, deine Fragen zu stellen. Es ist ein absolut spannender Monat. Gehe es an, bleibe im Vertrauen. Die Wertschätzung kommt, aber bringe dich zum Ausdruck, weil die Liebe klopft an deiner Tür. Wow, ich wünsche dir alles erdenkliche Liebe und wir hören uns. Bye.